Guten Morgen YouTube, zu einer neuen Folge von Daniel fährt in der Stadt rum und hat nichts, worüber er labern kann. Also nimmt einfach mal auf und hofft, dass was Tolles passiert. Es hat 5 vor 10, was ziemlich früh ist, was brutal früh eigentlich ist. Aber wir müssen wohin? Und das in der Früh, normalerweise schlafe ich um die Uhrzeit noch, jetzt bin ich schon bei der Bank gewesen. Und jetzt heißt's auf zu BMW! Reden wir mal über die letzten zwei Videos, die ich hochgeladen habe, mit insgesamt 15 Views. Props gehen auf jeden Fall raus. Zwei Views davon sind halt von mir, weil ich mir immer das Video noch einmal anschaue, wenn es fertig konvertiert ist und so. Und was mir aufgefallen ist, die Auflösung ist ja letzter Rotz. Also es ist ja nicht mehr normal. Ich nehme hier mit der GoPro mit 1080p und 60 FPS auf und ich renne auch mit 1080p und 60 FPS und auf YouTube kann man auch 1080p und 60 FPS auswählen und sobald man fährt, verabschiedet sich alles, weil die Bitrate komplett am Arsch ist. Da gibt es aber einen kleinen Trick, den probiere ich mal bei diesem Video. Wenn das hinhaut, Maschallah, wenn nicht, scheiße gelaufen. Lade ich halt weiter so hoch, dass sobald man Auto fährt, nur ein Haufen Pixel zu sehen ist. Vor allem, sobald man Auto fährt. Oder? Und was mir auch aufgefallen ist, im letzten Video, die Kamera hat übertrieben nach unten geschaut. Also, das sah ja so aus für euch. Das habe ich jetzt, hoffe ich, abgeändert. Der Scheiß ist halt an diesem Drecks-Media-Mod für die GoPro, kann man die Schrauben nicht richtig heftig zuziehen, sondern nur so, ja. Also, wenn ich jetzt an die GoPro gehe, könnte ich sie noch verstellen, sagen wir es so. Aber wir schauen mal jetzt. Das Video, denke ich, wird besser, weil ich habe halt die Aufnahme gesehen und ich so, yo, das schaut aber gut nach unten. Da habe ich die GoPro angeschaut. Ich so, ja, die GoPro schaut auch gut nach unten. Und ein drittes Problem, was ich aktuell noch habe, ich kriege das mit dem Mikro nicht hin. Es ist wieder ganz unten. Es hält kein Kleber an dieser Innenseite vom Helm. Das ist so normal. Vielleicht, wenn ich bei BMW ankomme, gibt es einen kleinen Cut und einen Fahrzeugwechsel, weil ihr müsst wissen, aktuell hat es, ja, gute 5 Grad, würde ich sagen. Also jetzt hier im Schatten ist auf jeden Fall unangenehm zu sein. Ich habe zwar zwei Jogginghosen sogar an, aber ja, zurückfahren, wenn man Sitzheizung haben kann, dann sollte man mit der Sitzheizung fahren. Wird die Ampel auch endlich mal grün? Hallo? Weiß GoPro hat eh schon nicht so viel Akkulaufzeit und jetzt stehe ich gefühlt 2 Minuten an der Ampel, bis sie grün wird. Sehr gut, danke. Danke, Deutschland! Alles klar, noch so einer. Ich weiß nicht, ob ich dieses Corona-Thema jetzt noch weiter ausschlachten soll, weil gefühlt hat ja schon jeder was dazu gesagt. Aber ich habe jetzt letztens erst das Video von ABK gesehen dazu. Bestes Video bis jetzt, das irgendjemand zu dem Thema gemacht hat. Also kann ich eben nur empfehlen, das Video mal anzuschauen und ja, sich dann eine Meinung nochmal zu bilden. Kurz zusammengefasst für alle, die sich nicht anschauen wollen. Haltet euch einfach an das, was euch gesagt wird. Nicht rausgehen, nur wenn es nötig ist, Abstand halten. Nicht mit euren dreckigen Wichshänden ins Gesicht langen, bevor sie gewaschen sind. Also genauso wie ich gesagt habe, verhaltet euch einfach so, wie ihr euch eigentlich zu verhalten habt. Und nicht so viel Panik mache, bitte. Das Schlimmste aktuell in dieser Situation ist wirklich, dass egal wo du bist, immer kommt von irgendeiner Seite, oh ja, das zu Corona, ja, das zu Corona. Es fuckt langsam heftig ab. Ich habe auch schon den ersten Kommentar auf mein Video bekommen. Natürlich ein negativer Kommentar, so wie es sich halt in Deutschland gehört. Werde ich mir irgendwo zu Herzen nehmen mit meiner Stimme. Ich probiere es, aber ja, ich kann jetzt nicht meine Stimme verändern. Und ich kann mir auch nicht Stimmbänder rausreißen. Von daher wird es so bleiben, wie es ist. Ich habe ja einen Job, der, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber sehr gut ist. Deswegen ist diese ganze YouTube-Sache ist ja nur so nebenbei. Ich finde es zwar gut, dass Leute schreiben, was ihnen nicht passt und so, aber wenn so etwas ist, wie deine Stimme passt nicht, ja, Bruder, tut's mir leid. Wenn du mir jetzt sowas sagst, wie die Qualität passt nicht, das ist ja kein Problem, dann gehe ich auf die GoPro, drücke 2 Knöpfe und nehme mit 4K auf und fertig. Wenn du mir sagst, die Tonqualität passt nicht, das ist auch kein Problem, dann schaue ich, wo das Problem liegt. Und wenn irgendeiner sagt, mir passt deine Stimme nicht, ja, Bruder, tut mir leid. Und gibt es wie Sand am Meer, dann such dir einen anderen Motovlogger, den du gerne zuschaust. Aber was ich mir auf jeden Fall durch die ganzen Kommentare jetzt zu Herzen nehmen kann, ist, dass es mir auch selber aufgefallen, weil mich das beim Schneiden übertrieben aufregt. Ich sollte vielleicht Pause machen, während ich rede, weil ansonsten die Wörter die ganze Zeit zueinander fallen und das dann zu cutten ist unangenehm, sag mal so. Was jetzt auch gleich lustig wird, wenn ich das Fahrzeug wechsle, wie ich den scheiß Media-Mod abgeschoppt bekomme und die Frage ist, ob ich den Media-Mod überhaupt benutzen will. Weil die Mikros von dem Ding sind ja der letzte Rotz. Und das Problem ist, man kann halt nicht auf das Standard-GoPro-Mikrofon umswitchen. Da ist Spaten. Da habe ich übrigens mal ein Praktikum gemacht, als ich noch in der Schule war. Und dann wollte ich eine Ausbildung machen, sie haben mich einfach nicht genommen.
Danke, Spatne. Danke, 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 dass ihr mich nach dem Praktikum direkt abgelehnt habt mit der Ausbildung. Jetzt frage ich mich nur, wo ich parken muss, wenn ich da bin. Weil die bleibt jetzt schon eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Parkhaus abstellen soll oder nicht. Muss ich schauen. Du darfst doch ein bisschen Gas geben. Da hat gar keiner ein Problem damit. Da sind wir auch schon. Nicht bei den Kränen, bei dem Gebäude dahinter. Yay, willkommen bei BMW. Hier kriegen wir unseren M8 Competition. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gesund, steckt euch nicht mit Corona an und wenn, dann bleibt zu Hause. An dieser Stelle, hau rein und yalla, gib ihm.